So viele Leute fragen mich ständig, wann sie mit mir mal Motorrad fahren können. 6 freie Plätze am Slowakiering. Die habe ich bekommen vom Tollef, von Zenergy Racing. Der hatte mir jetzt reserviert, falls irgendjemand von euch dabei mitkommen möchte. Ich zeige euch jetzt mal, welche Veranstaltung es ist. Energy Racing. Die Veranstaltung ist Slowakiering 18. bis 21. April und das sind 4 Tage, 4 Gruppen und das Ganze kostet ab dem 28. Februar 520 Euro und bis zum 28. Februar 480 Euro. Also, Zenergy Racing kann man echt empfehlen, weil das eine ganz lockere, lässige Veranstaltung ist. Die Dänen, die finde ich persönlich total witzig irgendwie, die sind total entspannt und total untereinander sind die wirklich cool zusammen, können alle gut Englisch, man kann sie mit denen allen gut verständigen, ein paar können Deutsch, ich habe auch schon ein paar kennengelernt, Grüße an euch. Und war ich letztes Jahr schon dort und ich habe dem Torlife eben angeschrieben bezüglich dem Slowakiering, weil ich da halt gerne mitfahren möchte. Und es ist halt so, dass viele mich schon gefragt haben, ja, sie möchten mal mit mir Motorrad fahren und so. Dann habe ich mal gedacht, okay, schauen wir mal, ob das denn wirklich so ist oder ob das nur bla bla ist. Deswegen hat mir der Torlife jetzt einfach mal kostenlos 7 Plätze reserviert. Also 6 plus mich quasi. Und ja, wenn ihr Bock habt darauf mitzufahren, ich zeige es euch kurz. So. Hi Matthias, I will reserve 7 spots and let you know when all other spots have been sold, then we can see if you need them or not. Also das heißt, wenn keiner die buchen würde, dann sind sie halt weg. Ne? Do you need a garage also? Then I can reserve one. There are only a few left. Also er hat anscheinend, so wie es aussieht, nicht mehr so viel Boxen. Er hat auch vermutlich nur noch 20 Startplätze oder so und ich habe mir eben jetzt 7 reserviert, also 6 plus 1 für mich und ja, ich fahre sowieso dort und wenn jemand von euch Bock hat, mit mir in einer Box zu sein, ein bisschen schöne 4 oder 2 oder 3 Tage, wie nachdem, zu verbringen, schreibt es unten rein, beziehungsweise schreibt es mir E-Mail. Ich setze die E-Mail-Adresse nochmal unten in die Kommentare, in die Textbox. Und falls wer die noch nicht hat, und dann schreibt ihr mir einfach eine E-Mail, falls ihr da mitfahren wollt. Und dann lasse ich das über Zenergy Racing quasi buchen. Und ihr bekommt dann von denen die Bestätigung, ich kriege dafür nichts. Brauche ich auch nicht, weil ich fahre da sowieso. Und von dem her einfach eine coole Zeit. Wenn ihr nur 2 Tage fahren wollt, ist auch kein Problem. Schreibt einfach mit rein. Wie gesagt, die Veranstaltung ist 18. bis 21. April. Ich schaue mal kurz nach, ob das... Was mir gerade eingefallen ist, der Reifenwolle, der Wolfgang, ist auch da, also tp-reifen.com. Ne? Der fährt immer bei dem Zenergy und hat einen Haufen Reifen dabei. Pirelli, Bridgestone, Dunlop, hat alles dabei. Also, nicht vergessen. Vom Geschwindigkeitslevel her ist da ziemlich alles dabei, von langsam bis sehr schnell, ist eigentlich schön verteilt und ist für jedermann irgendwo eine Gruppe, wo er auf jeden Fall sich wiederfindet und wo er nicht zu schnell oder nicht zu langsam ist dafür, also kann man empfehlen. Das ist Donnerstag bis Sonntag, 18. bis 21. April, also ist wirklich eigentlich, ist eigentlich cool, ja, so verlängertes Wochenende. Ich denke, dass es auch möglich ist, dass man von Freitag bis Sonntag nur fährt, wenn man es arbeitstechnisch schafft, oder Samstag und Sonntag, je nachdem. Aber ich habe gesehen, die Strecke Slowakiering im Bereich von der Linie, die ich gepostet habe, über den Slowakiering, ist nicht so gut angekommen. Ich denke, dass viele dort noch nicht gefahren sind. Würde ich ausprobieren. Also es ist meine persönliche Lieblingsstrecke, vor allem hier im Umkreis, weil man ja relativ zügig doch anfahren kann von Deutschland.
und ist echt günstig auf das, was man hier geliefert kriegt. Die Strecke ist relativ neu, im Baujahr 2009 oder so. Du hast mega Grip auf der Strecke, das ganze Rundum ist wirklich cool, du hast ein cooles Restaurant da, wo es immer was zu essen gibt und das wirklich zum Spottpreis. Ein Hotel direkt an der Rennstrecke da, wo in der Regel immer was frei ist, zumindest bei solchen Hobbyveranstaltungen. Also wirklich, Slowakiering ist wirklich top. Also kann ich wirklich empfehlen, ich empfehle nicht jede Rennstrecke, aber Slowakiering ist einfach eine irrsinnig lässige Rennstrecke. Also, 18. bis 21. April, ihr könnt mit mir zusammen fahren, wir haben ein bisschen Spaß, einfach so, ihr müsst nichts beachten, wir nehmen eine Box zusammen, was auch immer, ne? Einfach ein bisschen Spaß haben, ich will auch ein bisschen fahren am Slowakiering wieder, freue mich schon riesig drauf. Bis dann, ich bin gespannt, ciao.